Pike, Hacke, Pike, Hacke, Pike, Hacke, Schuss vor Tor. Das Turnier leiten werden heute der Otto Deutsch und der Danny Müller. Und das Spiel wird in zwei Gruppen. Ich möchte die Gruppe A vorstellen. Das wäre der FSV Basel 74. Der FSV Heilbronn Schenkenberg. Thank you.
die 13, die 8 und der Papa. Oh!
Und dran, Anna! Komm, Michael! Jawohl!
Ein, zwei, drei,
Oh,
Wissensspiele machen. SV Babelsberg und seine zweite Mannschaft von uns hat jetzt gegen TV unter 13 in der ersten Mannschaft. Thank you.
Kopfmatte. Thank you.
Turnier vorbei. Damit folgen Platzierungen auf Platz 4 Babelsberg und Rhein. Die zweite Mannschaft mit 0 Punkten. Auf Platz 3 erste Eintracht, erste Mannschaft mit 1 Punkt. Auf Platz 2 Center Fußballverein 1913 mit 4 Punkten. Auf Platz 1 Freitreten mit 6 Punkten. So sind die letzten 4 Vorrundenspiele für die Gruppen und die Platzierungsspiele. Thank you.
Thank you.
Somit ist die Gruppe A der Vorrunde durch. Hat folgende Platzierungen. Auf Platz 4 FSV Babelsberg, 47 mit einem Punkt. Auf Platz 3 Walsum, 47 mit 3 Punkten. In den Halbfinalspielen SV Empor Schickenberg auf Platz 2 mit 4 Punkten und Babelsberg mit 3 Punkten. Das 1:0 für den RSV durch den Spieler mit der Nummer 2, Christoph Hartauer. Thank you.
Vorne. Ich bin die Mitte nach außen hier. Ja, weiter, Markus! Okay, ja.
Spieler mit der Nummer 4, Luca Mahler. Oh!
Verein und links nach rechts gegen Feldhofensverein 1913. Thank you.
Spielzeit. Thank you.
würde ich zum Durchgang. Das Fußballkreis Havelland SV Babelsberg 03.